Wir sind Yvonne und Sarah. Hi, und heute spielen wir endlich Wahrheit oder Pflicht. Wir freuen uns schon total drauf, haben uns gerade schon ein paar fiese Aufgaben füreinander überlegt. Ich habe Angst. Ich hoffe, du kriegst alle Pflicht. Wahrheit finde ich manchmal sogar ziemlich lustig, aber Pflicht ist schon... Nein! Gleich am Anfang. Male dir mit Lippenstift Herzen auf die Wangen. Oh, das ist ja scheiße. Ja, weil das habe ich jetzt die ganze Zeit im Gesicht kleben. Sieht es aus wie ein Herz? Ja, sieht auch schön aus. Die Farbe ist schön. So ist sie früher immer zu Konzerten gegangen. Gar nicht. Geil. Mann, oh, gerade sah ich noch gut aus. Ich habe Angst. Zieh dir so viele Mützen übereinander, wie du kannst. Voll geil. Gleich am Anfang die schlimmsten Sachen, weil du musst bis zum Ende so bleiben. Wollen wir den Mützen? Da. Seh mir Scheiße. Das passt zu meinem Bulli. Das wird schon schwer. Warte, ich mach den Hut doch ab. Ja. Man sieht ihn gar nicht im Video. So, fertig. Okay, ich bin. Wahrheit, mit welchem Promi würdest du gerne knutschen? Nachdem ich das... Tipp, ihr Freund ist... Mein Freund ist gerne, ich muss leise sein. Nachdem ich das Video von One Direction, das ich habe, das neue, hätte ich gerne ein Date mit Harry Styles. Und würde auch den knutschen. Ja, der ist schon süß. Erzähle von deinem peinlichsten Korb. Oh nein. Wolltest du, ne? Ja, ich wollte es sagen. Mein peinlichster Korb. Ich kann meinen auch erzählen. Ich kann dich leider nicht ernst nehmen mit der Mütze. Also, es gab mal einen Typen. Ich weiß gar nicht, ich fand ihn gar nicht so süß. Mhm. Aber eigentlich ganz cool, deswegen habe ich ihn immer angeschrieben. Und dann gab es dann so eine andere Tussi, die dann irgendwie mir geschrieben hat, von wegen, ja, hör auf, dem zu schreiben. Also, ich war dann wirklich noch kleiner. Und dann habe ich die angemacht, was willst du denn? Willst du ja sehen, bla bla bla. Also ich verstehe mich mit dem voll gut und wir sind bald zusammen und so, irgendwie sowas. Tag später waren die zusammen. Oh nein, das war so fein. So ein Doppeldeckkopf. Das war echt peinlich. Also es war nicht herzbrecherisch schlimm oder so. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Es war eine peinliche Ehe. Ja, und ich hoffe, sie sieht das jetzt. Erzähle deine peinlichste Party-Story. Da habe ich mit jemandem geknutscht, mit der Leiser, mein Freund ist neben dran. Und dann hat er doch so eklig geküsst, weil die Zunge war so schleimig, dass ich aufs Klo rennen musste und mich übergeben habe. Das ist so eklig. Und meine ganzen Freunde sind mitgerannt und haben gelacht und mich fotografiert. Und das hat leider echt jeder mitgekriegt. Jetzt kommen die ganzen ekligen Sachen, glaube ich. Steck dir eine saure Gurke in den Mund. Bis zum Ende des Spiels. Die Dicke. Die stinkt. Ja, du kannst ja so. Du kannst ja halt raus in eine Zigarre. Ach, ganz? Ja! Du hast den Zipfel rausgehängt. Aber wofür wollen wir auch lachen? Warum willst du kein Wahrheit? Weil reden kannst du nicht mehr. Trinke ein halbes Glas Cola mit Ketchup. Das ist echt eklig. So. Das wird toll. Kannst du es mal halten? Reicht das? Mhm. Das stinkt. Ich will Cola. Was? Ich will Cola. Wie geht, ist das eklig. Boah. Das schmeckt wie Tomatensaft mit Cola. Oh, ist das widerwärtig. Ich auch nicht böse. Du kannst schon mal deinen Zettel öffnen. Ich muss gleich kotzen, wirklich ernsthaft. Ziehe dir eine Augenbraue mit einem Augenbrauenstift nach. Nein. Boah, ist das eklig. Ich kann es nicht trinken. Das ist wirklich eklig. Fester. Schön. Sieht gut aus. Oh.
nicht rüber. Das war's auch schon. Ich muss zugeben, ich habe verloren, weil ich mein Cola-Glas nicht leer kriege. Ich muss durchkotzen. Aber hat Spaß gemacht, gell? Mhm. Dann freuen wir uns über einen Daumen hoch und sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!